Sonntagabend im Zentrum, die Live-Diskussion hier in ORF 2. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dieses heutige Datum, der 11. September oder 9/11, hat sich tief ins kollektive Bewusstsein der Menschen eingegraben. Vor genau 15 Jahren ermordeten Al-Qaida-Terroristen mit ihren Anschlägen tausende Menschen in den USA. Seither scheint uns der Terror keine Atempause mehr zu gönnen. 11. September 2001. Bilder, die sich weltweit ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Die Anschläge in New York und Washington bilden den Start in ein neues Zeitalter islamistischen Terrors. Ziel der Terrororganisation Al-Qaida von Osama bin Laden ist es, die großen Machtsymbole der westlichen Welt zu treffen. Madrid 2004. Der islamistische Terror erreicht Europa. Ein Jahr später trifft es London. Beide Male bekennt sich die Al-Qaida zu den Anschlägen. Besonders die islamische Welt selbst fällt immer wieder den Gräueltaten der selbsternannten Gotteskrieger zum Opfer. Die blutigen Schauplätze erstrecken sich von Indonesien über den Nahen Osten bis nach Kenia. Mit dem Aufkommen des sogenannten Islamischen Staates entsteht auch eine neue Form des Terrorismus. Die letzten Anschläge in Frankreich, Belgien und Deutschland zielen vor allem auf Orte westlicher Lebensart. Die Botschaft dahinter: Es kann jeden treffen. Wie sehr hat uns der Terror im Griff? Was haben verstärkte Sicherheitsbestimmungen, strengere Gesetze, mehr Überwachung, mehr Befugnisse für die Polizei bisher gebracht? Und wie sehr hat sich unsere Wahrnehmung gegenüber Muslimen vom islamistischen Terror beeinflussen lassen? Über all das wollen wir heute Abend reden und das sind meine Gäste. Ilja Trojanow, der Schriftsteller, gilt seit langem als scharfer Kritiker des Überwachungsstaates. Für ihn spielt die Reaktion des Staates den Terroristen in die Hände. Michael Lüders, der Terrorismusforscher und Islamwissenschaftler, sagt, der Westen schafft seine Feinde selbst. Vor 15 Jahren gab es einige hundert gewaltbereite Dschihadisten, heute sind es Zehntausende. Seren Ateş, für die in Berlin tätige türkischstämmige Rechtsanwältin und gläubige Muslimin, bräuchte es jetzt dringend eine europäische Islamkonferenz, um Gründe für den islamistischen Terror zu erforschen. Wolfgang Bachler, der Sicherheitsberater und frühere Chef der Spezialeinheit Cobra, sagt, die Bedrohung durch den Terrorismus ist umfassend. Deshalb müssen auch unsere Maßnahmen dagegen umfassend sein. Und bei uns ist Karim El-Gohari, unser Korrespondent für den arabischen Raum. Er sagt, Al-Qaida, 9/11, IS und Flüchtlinge, wenn die arabische Welt ein Problem hat, dann haben wir auch eines. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Lassen Sie uns, Herr Lüders, zu Beginn dieser Sendung Bilanz ziehen über die weltpolitischen Konsequenzen, die damals unmittelbar nach den Anschlägen des 11. September gezogen wurden. Der damalige US-Präsident George W. Bush hat den weltweiten Krieg gegen den Terror ausgerufen. Viele Länder haben sich daran beteiligt. US-Präsident Obama hat heute gesagt, es habe da auch namhafte Fortschritte gegeben. Das sieht aber gar nicht so aus und es fühlt sich auch nicht so an für die allermeisten Menschen. Welche Bilanz müssen wir heute ziehen über diesen Kampf gegen den Terror? Ist der gelungen? Naja, er ist nicht wirklich gelungen, sondern er hat neue Probleme geschaffen, die im Grunde genommen noch viel schwieriger zu lösen sein werden als diejenigen, gegen die er sich zunächst einmal gewendet hat. Schon der Begriff Krieg gegen den Terror ist ja sehr problematisch. Über Terrorismus kann man lange streiten, was die Ursachen sind, aber man kann gegen Terroristen genauso wenig Krieg führen wie beispielsweise gegenüber Bankräubern. Also man hätte eigentlich nachdenken sollen. Man hat Krieg geführt gegen den Terror, hat dabei Regimewechsel betrieben, zunächst in Afghanistan, die Taliban. Das war noch einigermaßen vom Völkerrecht gedeckt. Aber dann der Krieg gegen Saddam Hussein 2003 im Irak nicht mehr. Dann hatte man ihn also gestürzt. Der irakische Zentralstaat, der existierte nicht mehr. Und es begann der Siegeszug der Vorläuferorganisation des Islamischen Staates. Also in der Bekämpfung des Terrorismus hat man im Grunde genommen den Terrorismus erst wirklich gezüchtet. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, dass am 11. September 2001 in der Tat einige hundert gewaltbereite Al-Qaida-Aktivisten weltweit unterwegs waren. Und als Ergebnis dieser ganzen Militärintervention im Irak, im Syrien der Versuch, Bashar al-Assad zu stürzen, in Libyen der Sturz Gaddafis, haben wir ein Riesenchaos. Ganze Staaten sind auseinandergefallen. Und die Schizophrenie ist, die Amerikaner haben dieses Chaos zu einem erheblichen Teil angerichtet, aber wir Europäer zahlen den Preis, auch in Form der Flüchtlingsbewegung und durch den Terror. Also mit einem Wort, der Westen ist großteils selbst daran schuld, was jetzt los ist.
Ja, man hätte durch eine klügere Politik andere Maßnahmen ergreifen können. Und das Ernüchternde ist, dass man aus den Fehlern nicht lernt. Es ist ja ganz offenkundig, dass Regimewechsel nirgendwo hinführt. Was ist geschehen? Kaum gab es diese furchtbaren Terroranschläge in Frankreich. Die Regierung in Frankreich, Hollande, machte dasselbe, was Bush gemacht hat, erklärte dem Terror den Krieg ein weiteres Mal. Die Franzosen sind militärisch massiv involviert, auch in Syrien, und haben die eigene Innenpolitik massiv militarisiert. Wohin soll das führen? Wir müssen aufpassen, dass wir in unseren Gesellschaften nicht irgendwann irgendwie zwischen Hammer und Amboss leben, zwischen der Bedrohung durch den islamistischen Terror und einem Staat, der überreagiert in der Sorge um seine Bürger. Mhm. Karim El-Ghouri, muss man zu der Erkenntnis gelangen, dass dieser sogenannte Krieg gegen den Terror in einigen arabischen Ländern ein veritables politisches Trümmerfeld hinterlassen und damit quasi den Nährboden für neuen Terrorismus geschaffen hat? Ja, sicher. Ich habe schon ein Problem mit dem Begriff sozusagen Krieg gegen Terrorismus oder Krieg gegen Terror. Ich meine, Brzezinski, US-Sicherheitsberater, hat mal gesagt, das ist so, wie wenn wir damals im Zweiten Weltkrieg gesagt haben, nicht wir führen Krieg gegen die Nazis, sondern wir führen Krieg gegen Blitzkrieg. Also sozusagen, wir führen Krieg gegen eine Methode, gegen Terrorismus eben und nicht eben die Ideologie, die dahinter steckt oder eben das, die Ursachen des Ganzen. Natürlich, also ich glaube, was, glaube ich, wirklich auch klar geworden ist, glaube ich, seit 11. September ist tatsächlich, dass wir uns hier im Westen und wir uns hier in Europa von den Problemen, die wir in der arabischen Welt eben haben, nicht abschotten können. Also in der arabischen Welt befindet sich ihre wichtigste Tankstelle. In der arabischen Welt entscheiden sich eben auch Dinge, die die Sicherheit Europas betreffen. Und wenn wir in der arabischen Welt diese Regime haben, die wir sie jetzt haben, die eben zum Teil Tausende von Leuten in die Gefängnisse stecken und Ähnliches, die ja eigentlich letztlich die Kader schmieden für die Militarisierung, sind, also dann sind es so Probleme, die dort in der arabischen Welt wir erleben, die sozusagen eigentlich mehr Terror produzieren, als sie Terror bekämpfen im Moment. Und das ist, glaube ich, eine Geschichte, die natürlich früher oder später auch wieder auf Europa zurückfallen wird. Ja. Trotzdem haben wir alle, die wir diese Ereignisse sehr bewusst verfolgt haben, seit diesem 11. September, den Begriff des islamistischen Terrors mit diesem 11. September horatisch irgendwie näher kennengelernt. Und seither weicht er nicht mehr aus unserer täglichen Berichterstattung. Was macht das mit uns? Was macht das mit Ihnen? Das macht sehr, sehr viel mit uns. Es macht vor allem was mit dem Bild des Islams und dem Bild von Muslimen was aus in Europa. Den Satz, den ich vorhin gesagt habe, den Sie vorgelesen haben, habe ich nur auch deshalb gesagt, weil ich Mitglied der Islamkonferenz war, der Deutschen Islamkonferenz, 4 Jahre lang. Und gemerkt habe, und das war von 2006 bis 2009, was für ein Bild wird eigentlich vermittelt vom Islam, was für ein Bild haben Menschen in der Welt weltweit vom Islam und was für Muslime sind sichtbar und was machen die Muslime selbst. Ja? Wir haben es ja richtig gesehen, es sind ja sehr viel mehr Muslime teilweise betroffen von dem Terror, von den Ermordungen, von Attacken, von Terrorismus überhaupt, dass Muslime aufeinander losgehen. Und Herr Lüders hat das ja gerade auch sehr schön beschrieben, dass was im Irak zurückgelassen wurde, die verbrannte Erde, die wurde auch zurückgelassen, unter anderem im Hinblick auf den Islam, die verstrittenen Gruppierungen. Das heißt, wir haben hier ein unglaublich verzerrtes und sehr, sehr falsches Bild teilweise, aber teilweise auch richtiges Bild, nämlich ein sehr gewalttätiges Bild vom Islam. Und insofern bin ich der Ansicht, wir müssen in Europa die Hausaufgaben besser machen. Und da schließe ich mich auch Kerim sehr gerne an. Also, dass wir da auf jeden Fall nicht so tun können, dass das Problem in den arabischen Ländern, in der islamischen Welt uns gar nichts angeht. Und das war lange Zeit nämlich der Fall, dass man gesagt hat, das findet da irgendwo anders statt, das betrifft uns nicht. Nein, es ist nicht nur so, dass es uns als Ausläufer trifft, sondern wir sind diejenigen, die das mitgestalten. Ja? Nicht nur Waffengeschäfte, sondern eben politisch auch mitgestalten, was dort passiert. Wir werden uns dann diesem sagen Umgang des Westens mit dem Islam und den Muslimen noch näher widmen im Zuge der Diskussion. Was aber deutlich zu sehen ist, was wir erlebt haben in diesen Jahren, ist auch, dass da Gruppierungen gekommen sind. Sind sie auch wieder gegangen? Was wurde aus Al-Qaida? Heute reden wir fast nur noch von der Terrormiliz IS. Und man fragt sich, was haben all diese Gruppierungen gemeinsam, außer dass sie muslimisch sind? Naja, sie sind, vor allem sind sie muslimisch. Ja? Sie sprechen ja da was ganz Wichtiges an. Friedliche Muslime sagen, das sind keine Muslime.
Sie sind keine Muslime, Sie berufen sich auf einen Islam, aber Sie sind keine Muslime. Sie sagen Allahu Akbar und ermorden Leute. Und dann heißt es, das sind keine Muslime. Und so geht das eben auch nicht. Die innerislamische Debatte muss akzeptieren, dass hier etwas auch innermuslimisch passiert, nämlich auch in den Rechtsschulen, in den Auslegungen, in den Interpretationen und wie der Islam gelebt wird. Und deshalb macht es auch mit der Religion etwas. Die Religion verändert sich. Die Religion verändert sich, zeigt ein sehr gewalttätiges Gesicht. Und im Grunde genommen sind sehr viele Muslime orientierungslos, was ihren eigenen Glauben anbelangt. Das ist ein Spezialkapitel, das wir heute vielleicht nur streifen können. Ein Kapitel, dem wir uns aber, Herr Trojanow, ganz sicher näher widmen sollten, ist das, was diese Anschläge mit uns und unserem Sicherheitsgefühl getan haben. Und wenn Sie sich zurückerinnern an dieses kollektive Trauma, das ja auch der ganze Westen miterlebt hat, mit den USA an diesem Tag und in der Folge, war es dann nicht trotz aller Skepsis bis zu einem gewissen Grad verständlich, wenn an diesem Punkt die Leute gesagt haben, meine persönliche Sicherheit steht im Moment in der Prioritätenliste ganz oben und die vertraue ich dem Staat an und dafür bin ich auch bereit, alles Mögliche aufzugeben? Ja, wissen Sie, die verschiedenen terroristischen Gruppen haben ja explizit ihr Ziel formuliert. Nicht nur, wie Sie gesagt haben, Destabilisierung des Westens, sondern eine Zuspitzung des Konfliktes. Ein Krieg gegen die islamische Welt, zumindest in der Wahrnehmung der islamischen Welt. Und eine Selbstaufgabe einer bestimmten pluralistischen, demokratischen Gesellschaft. Das sind ja immer wieder formulierte, in verschiedenen Internetbotschaften formulierte Ziele. Und genau diese Ziele haben sie erreicht. Das heißt, wir müssen uns weniger fragen, was für ein Sicherheitsgefühl haben wir, sondern in was für einer Gesellschaft wollen wir leben und was sind tatsächlich unsere Werte. Das Paradox an der jetzigen Situation ist ja, dass wir ständig behaupten, die Terroristen greifen uns an, weil sie nicht die Werte der Aufklärung teilen. Aber wir fragen uns zu selten, was sind eigentlich die Werte der Aufklärung? Die Werte der Aufklärung, wenn Sie zurückgehen zu den großen liberalen Denkern wie zum Beispiel Mill, sind ja ganz eindeutig, dass Autorität, Repression, die Gewalt des Staates erst einmal illegal ist, es sei denn, sie hat eine ganz klare Berechtigung. Das heißt, sie ist eine Ausnahme. Und nur wenn es einen zwingenden Grund gibt, darf sie das tun, was eigentlich per se erstmal grundsätzlich illegal ist. Was aber nach 9/11, nach dem 11. September passiert ist, massenhaft, ist ja, dass für diesen Grundwert der Aufklärung und auch diese Säule des Rechtsstaates völlig grundlos aufgegeben haben. Und wir haben, ausgehend zuerst von den USA, aber dann auch in allen unseren europäischen Ländern, ja eine schleichende Rücknahme demokratischer, rechtsstaatlicher Prinzipien. Und das dient erstens, das werden wir bestimmt diskutieren, keineswegs der Sicherheit. Es gibt ja eine Reihe von führenden Sicherheitsexperten. Ich nenne nur mal einen, Walter Binney, der die NSA aufgebaut hat. Der sagt, dieses Verfahren ist eigentlich kontraproduktiv. Aus dem einfachen Grund, dass wenn Sie eine Nadel suchen in einem kleinen Heuhaufen, es nicht sehr viel Sinn ergibt, einen riesigen Heuhaufen zu machen. Und zweitens ist es ja ganz eindeutig so, dass diese Maßnahmen ja repressiv sind gegen die eigene Bevölkerung in großem Maße. Und das sind, glaube ich, die entscheidenden Fragen, die wir uns stellen müssen. Herr Bachler, haben Sie sich ja diese Fragen auch gestellt? Sie waren 2001 Chef der österreichischen, musste man wohl damals auch mit einbeziehen, Antiterroreinheit, Spezialeinheit der Polizei. Wie weit war das damals auch in Österreich ein Thema in diesem kollektiven drüber nachdenken, wie kann man sich schützen? Das, was der Herr Trojanow jetzt gesagt hat, machen wir einen riesen Datenheuhaufen, um uns sicherer zu fühlen, vermeintlich. Ja, also Freiheit und Sicherheit, das ist ein ständiger Zielkonflikt, den kenne ich aus meiner beruflichen Tätigkeit von damals und den kenne ich auch heute noch. Also selbstverständlich war es so, dass wir damals an diesem Tag und in der Folge dieses Tages, aber zugegebenermaßen auch schon vor diesem Tag, weil es ja gewisse Basisinformationen gab, uns darüber Gedanken gemacht haben, wie könnte das Österreich betreffen, was könnte da auf Österreich hereinschwappen und wie können wir uns schützen. Es ist nun einmal der Auftrag einer Polizei und der Sicherheitsbehörden, dafür zu sorgen, dass die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit gewährleistet wird und aufrechterhalten wird. Und das muss auch so sein. Und wenn neue Bedrohungsformen kommen, dann müssen diese Menschen einfach darüber nachdenken, wie kann man die Bürgerinnen und Bürger davor schützen, dass sie Opfer werden.
Das ist jetzt, da muss man, glaube ich, auch sehr stark auseinanderhalten. Es gibt die großen strategischen, die großen politisch-strategischen Fragen. Da bin ich schon da oder dort beim Herrn Lüders und anderen. Wenn man sagt, da hat es einige Gelegenheiten gegeben, von denen ich persönlich auch glaube, dass sie einfach daneben gegangen sind. Stichwort der Krieg im Irak hat sicher etwas produziert, was wir heute haben und mit dem wir heute umgehen müssen. Aber es sind nicht alle Maßnahmen, die unter dem großen Auftrag, die Menschen zu schützen in einem Land, die sind nicht alle daneben gegangen. Hier gibt es auch große Erfolge. Wenn wir auch über einzelne Maßnahmen und deren Sinnhaftigkeit durchaus streiten können, aber die Aufrüstung zum Beispiel kleiner, flexibler Spezialeinheiten und andere Dinge, Verschränkung nachrichtendienstlicher Ergebnisse, möglichst direkt und schnell, das macht schon alles Sinn. Und da kann man auch nicht wegschauen. Man muss es nehmen als das, was es ist. Es ist eine Herausforderung, es bedroht auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen. Und wenn in der Bundesrepublik Deutschland gestern oder heute mehr als 50% der Menschen sagen, ich persönlich und ganz individuell, ich fürchte mich davor, einmal auch Opfer eines Anschlages zu werden, dann ist es der Auftrag sowohl der Politik als auch der Sicherheitsbehörden, sich auch um dieses Gefühl zu kümmern. Also, es ist umfassend, daher müssen die Maßnahmen umfassend sein. Wir dürfen aber, glaube ich, nicht sagen, die sicherheitspolizeilichen oder behördlichen Maßnahmen hätten sozusagen das verschuldet, was wir heute haben, sondern es geht darum, in dieser Ausgewogenheit die richtigen Maßnahmen zu finden. Haben Sie das Gefühl, dass Sie rasend erfolgreich waren? Also jetzt nicht Sie persönlich oder Ihre Einheit, aber insgesamt die Sicherheitspolitik der Welt, die Menschen vor Terroranschlägen zu schützen? Man hat diesen Eindruck nämlich nicht in den letzten Monaten. Wenn wir bei der Wortkombination rasend erfolgreich bleiben, dann werde ich mir schwer tun, jetzt der Welt, also unseren Zuseherinnen und Zusehern das Gegenteil zu werben. Nein, das waren wir nicht. Rasend erfolgreich waren wir nicht. Aber wir waren da oder dort erfolgreich. Wir haben sehr viel lernen können über die Phänomenologie. Wir haben sehr viel einzelne Attentate durchaus auch verhindern können, vorher abfangen können. Das ist es allemal wert, dass wir sagen können, es war nicht alles umsonst. Und das ist auch der Auftrag. Ist das nicht, Herr Dojanow, schon ein bisschen der Kern des Problems, dass die Sicherheitsbehörden ja dazu da sind, um zu versuchen, uns zu schützen und ohnehin nur ihr Bestes tun können, was wir ihnen halt an Kompetenzen so überlassen? Warum haben Sie da solche Bedenken? Das ist ja alles sehr vage, was Sie sagen. Und auch, verzeihen Sie, das, was Sie gerade gesagt haben, war ja eher sehr vage. Sie haben zwei konkrete, eher technische Kleinigkeiten angesprochen, die mit Sicherheit sinnvoll sind. Aber wenn wir uns die großen Entwicklungen anschauen, wir haben zum ersten Mal seit Jahrhunderten Habeas Corpus in einigen Ländern der westlichen Welt eingeschränkt oder abgeschafft. Das heißt, ein Grundprinzip, keine Verhaftung, ohne dass man einem Richter vorgeführt wird. Wir haben eine völlig repressive, allumfassende Generalüberwachung eingeführt, vor allem durch verschiedene amerikanische Behörden. Das sind ja Maßnahmen, die nicht die Menschen schützen, sondern die Gesamtbevölkerung zu Opfern machen. Wenn Sie das nicht verstehen oder wenn man das in der Diskussion nicht erkennt, dann hat man meines Erachtens überhaupt keine demokratische Sensibilität. Dann versteht man gar nicht, was es bedeutet, dass es gewisse Grundwerte gibt und Grundrechte. Denn die ganze Idee des Grundrechts ist ja, dass es unabhängig ist von konkreten politischen oder sicherheitstechnischen Herausforderungen. Denn selbstverständlich, wenn wir ein ganz konkretes Beispiel nehmen, Überwachungskameras. Selbstverständlich werden sie, wenn sie ganz, 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 ganz viele Überwachungskameras überall an jeder Ecke hinstellen, natürlich mehr zur Aufklärung beitragen können. Und sie werden gewisse Bereiche, wo diese Überwachungskameras sind, kriminalitätsfreier gestalten. Aber gleichzeitig bedeutet das doch eine ganz intensive, einschneidende Maßnahme gegen die eigene Bevölkerung. Und als letztes möchte ich sagen, ich glaube nicht, dass das eine falsche Dichotomie, Sicherheit und Freiheit überhaupt gegeneinander auszuspielen. Weil Sie wissen, Sicherheit ist eher ein Gefühl. Sie haben ja auch selber gesagt, die Bevölkerung fühlt sich unsicher. Schauen wir uns die Kriminalitätsstatistiken in Österreich an. Die Leute meinen, viele Leute behaupten, es sei unsicherer geworden. Die Kriminalität ist enorm zurückgegangen. 2004 war sie um fast 150.000 Fälle höher als heute. Viele Leute zum Beispiel in Wien sagen, es gibt jetzt eine größere Gefahr der Wohnungseinbrüche. 2005 sind die Wohnungseinbrüche um fast 10% zurückgegangen. Das ist sehr. Liegt das an der ganzen Überwachung vielleicht jetzt?
könnte man jetzt sagen. Also ich glaube nicht, dass jeder Haushalt in Wien inzwischen general überwacht wird. Aber das ist ein Problem, dass Sicherheit sehr irrational ist, während Freiheit ein Grundwert ist. Und die zwei sind einfach nicht auf derselben semantisch-philosophischen Ebene. Führt uns weit weg von 9-11. Ich führe Sie ein bisschen zurück dorthin, denn vieles von dem, was uns heute in puncto Überwachung und Sicherheit als ganz normal erscheint, ist erst im Nachklang des Terrors von 2001 entstanden. Schauen Sie mal. Die Terroranschläge des 11. September zeigen den USA vor allem eines, ihre eigene Verwundbarkeit. Die Konsequenzen erfolgen rasch und entschlossen. Präsident Bush ruft den Kampf gegen den Terror aus. Es erfolgen jahrelange Kriege in Afghanistan und dem Irak. In den USA selbst setzt die Regierung alles auf den Ausbau der inneren Sicherheit. Amerikaner vor Angriffen zu schützen, habe höchste Priorität, so der Präsident. Bereits wenige Wochen nach den Anschlägen wird das Homeland Security Department gegründet, eine Art Superministerium, das Verteidigung und Antiterrormaßnahmen koordinieren soll. Mit einem neuen Gesetz, dem Patriot Act, werden im Namen des Heimatschutzes massive Einschränkungen der Bürgerrechte erlaubt und Kompetenzen von Exekutive und Geheimdiensten erweitert. Spürbar sind die Veränderungen vor allem für Flugpassagiere. Die Einreisebestimmungen in die USA werden nach und nach verschärft. Fingerabdrücke sind Pflicht, Schuhe müssen kontrolliert werden. Viele Sicherheitsvorschriften sind mittlerweile auch in Europa Normalität. Etwa das Verbot von größeren Flüssigkeitsmengen im Handgepäck, die sogenannten Nacktscanner oder der biometrische Reisepass. Personenbezogene Passagierdaten dürfen gespeichert und an Behörden weitergegeben werden. Auch abseits des Flugverkehrs heißt es Sicherheit vor Datenschutz. 2013 wird bekannt, dass amerikanische Geheimdienste auf Daten von europäischen Nutzern großer Internetdienste zugreifen können. Präsident Obama dazu. Man kann nicht 100% Sicherheit und gleichzeitig 100% Privatsphäre haben. Wir werden uns entscheiden müssen. We're gonna have to make some choices. Ja, die Entscheidung ist offenbar zumindest für die USA in diesem Punkt gefallen, Herr Lüders. Und dennoch hat man nicht den Eindruck, dass sich westliche Staaten gegen den Terror schützen können. Sie können nicht verhindern, dass sich junge Leute bei uns radikalisieren, von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger zu Attentätern werden. Warum kommen wir diesem islamistischen Terror so gar nicht bei? Die Schwierigkeit, diese Frage zu beantworten, besteht nicht zuletzt auch darin, dass so viele Faktoren hier eine Rolle spielen, das Thema so wahnsinnig komplex ist. Und es sind so viele lose Fäden, die man aufgreifen muss. Ich glaube, ein wesentlicher Grund ist der Umstand, dass in dieser Auseinandersetzung der Bekämpfung des Terrors wir zu tun haben mit Staaten, die zusammengefallen sind als Ergebnis westlicher Intervention, die dabei sind, sich neu zu sortieren, sich neu zu finden. Und es gelingt nicht. Wir haben einen massiven Zugewinn an islamistischen, dschihadistischen Gruppierungen in diesen Teilen der Welt. Und in dem Maße, wie der Siegeszug des Islamischen Staates sich fortgesetzt hat, in Syrien und im Irak, in dem Maße haben viele muslimische Einwanderer, die sich abgehängt fühlen, vor allem in Frankreich und Belgien bislang, das Gefühl gehabt, der Islamische Staat ist ein Projekt, mit dem wir uns identifizieren können. Das finden wir prima. Wir, die wir das Gefühl haben, an den Rand gedrängt worden zu sein, die wir in unserer eigenen Gesellschaft in Frankreich und Belgien nicht anerkannt werden als Muslime, die wir keine Zukunft haben. Leute auf der Suche nach Identität, Loser könnte man auch sagen, aber auch Sinnsucher, Abenteurer, wie auch immer, sie haben auf einmal eine Ideologie. Da bedarf es nicht einmal einer Zentrale in Syrien oder im Irak, die diese Leute unterweist, sondern es gibt so ein diffuses Gefühl des Unbehagens, dieses Gefühl, wir können uns endlich mal rächen an einer Gesellschaft, von der wir uns nicht angenommen fühlen. Das hat zunächst einmal nichts zu tun mit dem, was im Nahen Osten passiert. Das entwickelt sich gewissermaßen parallel. Weil das alles nun so ein bisschen komplex und schwierig nachzuvollziehen ist, neigen viele dazu, nach einfachen Lösungen zu suchen. Das ist menschlich, aber häufig eben falsch. Vor allem machen wir den Fehler, nicht zu unterscheiden zwischen der Religion, also zwischen dem Islam als solchen, sag ich mal, und zwischen der politischen Instrumentalisierung des Islam
durch Dschihadisten, Terroristen, alle möglichen. Das nennt man gemeinhin Islamismus oder islamischer Fundamentalismus, der wiederum ein sehr, sehr breites Spektrum hat. Das Problem ist, dass wir gleichzeitig in unseren europäischen Gesellschaften viele Probleme mit uns selbst haben. Zum Beispiel den sozialen Niedergang der Mittelschichten, die Sorge um die Zukunft des eigenen Arbeitsplatzes. Wie entwickelt sich das alles mit unseren eigenen Biografien? Wir erleben gleichzeitig Umbrüche in Europa, neue Konflikte etwa mit Russland. Das alles führt zu einer erheblichen Verunsicherung, zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Und wir erleben immer wieder in der Politik nach einem Terroranschlag, dass es so ein bisschen Reaktion gibt wie ein Kindergarten fast. Man verspricht mehr Sicherheit, mehr Überwachung und noch eine neue Idee, irgendwelche Sicherheitsnetzwerke untereinander zu verbinden. Kann man alles tun, aber man muss eben auch begreifen, finde ich, oder man sollte zunächst einmal innehalten, nicht in Hektik und Aktionismus verfallen und sich fragen, woher kommt dieser Terror? Wir dürfen nicht diskutieren über nebensächliche Fragen wie Burka oder Burkini. Das ist völlig irrelevant. Aber wir sollten uns fragen, was können wir tun, um unsere eigene Politik zu ändern, damit wir eben nicht diesen Terror immer wieder neu nähren. Ja? Bekleidungsfragen haben nichts zu tun mit Fragen der Terrorbekämpfung. Aber bei uns geht das alles durcheinander und führt zu einer erheblichen Emotionalisierung, die dann Wasser ist auf den Mühlen der falschen Leute. Ja. Also ich würde die Burka-Frage und die Burkini-Frage nicht verharmlosen. Also mit Sicherheit ist das Ganze sehr viel differenzierter. Aber die Verhüllungsproblematik und die Frauenrechte, die dahinter stecken, so klein zu reden, das finde ich nicht richtig. Denn das sind gerade die Flags der Islamisten. Also das sind gerade die Ausdrucksformen, wie politischer Islam daherkommt. Und das sind Frauen, die mitwirken an diesem islamistischen Terror. Und das allererste, was passiert ist, dass sie sich verhüllen. Also das Wichtigste ist auch die Verhüllung dabei. Also auch politisch betrachtet in den islamischen Ländern von Marokko bis Indonesien hat man mit dieser Verhüllung auch immer die Ansprache an die sehr Konservativen, an die Leute, die auch bereit sind, auch den politischen Islam zu unterstützen. Insofern ist der Zusammenhang schon da. Ich weiß sehr wohl, dass natürlich Sie meinen, dass im Vordergrund, oder so verstehe ich Sie, dass im Vordergrund mit dem politischen Islam sehr viel wichtigere Aufgaben zu erledigen sind. Aber die Diskussion jetzt gerade, die in Deutschland stattfindet oder auch in Österreich stattfindet mit dem Burkini-Verbot oder Burka-Verbot, würde ich nicht so leichtfertig, ich persönlich nicht so leichtfertig, so verharmlosen und nicht vor allem von weißen deutschen Männern mir so viel, so oft sagen lassen, dass das ein Ausdruck von Freiheit ist, wenn ich das, die Burka trage oder den Burkini trage. Aber also das ist schon wirklich komplizierter. Zum besseren Verständnis, Sie würden sagen, dass ein Verbot der Burka ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung des Terrorismus ist? Für mich ist das ein wichtiges Instrument, ja, auf jeden Fall. Also die gesamte Diskussion um das Kopftuch war auch in der Türkei für mich verharmlost, denn die politischen Islamisten oder der politische Islam kommt oft mit diesem Gesicht eben und mit der ersten Aufgabe, dass die Frauen sich verhüllen sollen. Erdogan hat auch das Kopftuch als eines seiner wichtigsten Wahlkampfthemen gehabt und andere Länder haben das genauso. Und wir haben das in Deutschland genauso, in anderen Ländern, auch in Österreich, dass die konservativen Gruppen sehr, sehr wichtig auf dieses Thema aufsteigen und dieses Thema für sich auch ganz essentiell in die Öffentlichkeit tragen und damit auch Freiheit verbinden, demokratische Freiheiten verbinden, Religionsfreiheit verbinden und dass wir damit auch Totschlagargumenten gegenüberstehen und sagen, okay, Pass, ja, es geht um Freiheit. Also sobald wir für ein Verbot sind, sind wir sozusagen gegen Freiheitsrechte von Frauen. Sind wir dagegen, dass Frauen berufliche Chancen haben? Da sind wir sofort in dieser Ecke. Und das, da macht man sich das zu einfach. Tut mir also ich stimme überhaupt nicht zu. Also ich finde, wenn man jetzt anfängt, jede Kopftuchträgerin mit einer Terrorismusdiskussion zu verbinden, dann haben wir ein echtes Problem. Ich glaube sogar im Gegenteil. Wir machen genau das, was die IS und was Al-Qaida und so weiter von uns wollen. Nämlich, dass wir sozusagen ganze Gruppen hier in Europa ausgrenzen und sozusagen eigentlich ihnen in die Arme treiben. Also das ist, glaube ich, es gibt auch verschiedene Pamphlete von der IS, wo es genau zum Beispiel um solche Dinge geht, dass man über diese Anschläge eben eine Atmosphäre schafft, die eben Muslime in Europa ausgrenzt, um dann diese Muslime dann für eben diese Ideologie einfangen zu können. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Diskussion. Eine der interessanten Dinge, die ich finde bei dieser ganzen Geschichte mit Al-Qaida und IS, finde ich die Ähnlichkeit in der Argumentation, die diese Gruppierungen haben mit rechtsradikalen Gruppierungen hier in Europa. Das finde ich absolut
faszinierend. Ja? Also beide Seiten, ob ich jetzt Al-Qaida nehme oder Herrn Breivik, zum Beispiel den Attentäter damals in Norwegen, beide Seiten argumentieren aus einem Gefühl der Überlegenheit. Und gleichzeitig sehen sie sich aber als Opfer. Sie sehen, dass zum Beispiel die Al-Qaida sagt, unsere arabischen Regime verteidigen nicht unsere wahren Werte. Rechtsradikale in Europa sagen, unsere Eliten haben sich der Multikulti verschrieben. Und beide sehen sich dann sozusagen in der Position des Opfers, die dann irgendwie agieren müssen. Es ist ganz interessant, in diesem Pamphlet damals von Herrn Breivik standen ja so Sätze drin wie, wir müssen uns an den Werten unserer Vorfahren orientieren, Stärke, Ehre und Märtyrertum. Also da hat man dieses, wenn man das Pamphlet hätte man nehmen können, hätte ein paar Worte auswechseln können und es hätte ein Pamphlet von Al-Qaida sein können. Das ist einer der, glaube ich, der absolut faszinierenden Dinge, wie ähnlich die Diskussionen auf beiden Seiten laufen. Aber ist dieser Vergleich wirklich legitim? Denn Herr Breivik, man braucht über ihn jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel zu sprechen, aber er war ein besessener Einzeltäter mit einer bestimmten Ideologie. Wenn wir heute über die Terrororganisation Islamischer Staat sprechen, dann haben wir es mit einer Organisation zu tun, die Kraft ihrer Religion Anspruch auf große Gebiete dieser Welt stellt. Ist das nicht ein völlig anderes... Auf die ganze Welt. Politisch, am liebsten auf die ganze Welt stellt. Ist das nicht ein völlig anderer politischer Antrieb, der da dahinter steckt? Ein sehr viel furchterregender... Nein, aber das Grundgefühl ist sozusagen, hier hat jemand... Ich meine eigenen Werte, meine eigene Identität ist in Gefahr und ich muss sozusagen, und sie wird nicht verteidigt von denjenigen, meinen Staaten, meinen Regimen, meinen Eliten, und ich muss die Sache selber in die Hand nehmen und sozusagen das selber. Das ist wirklich ein Mechanismus, der auf beiden Seiten wirklich genau der gleiche ist, und das ist eine Geschichte, finde ich, die wir viel zu wenig hier analysiert haben, wie ähnlich da auf beiden, weil wir denken ja immer, dass die andere Seite total exotisch ist. Ja? Aber oft, wenn man sich eben die Dinge näher anschaut, ist das Denken manchmal gar nicht so unterschiedlich. Und naja, vielleicht sind beides auch irgendwie Reaktionen auf, ganz grob gesagt, Globalisierung. Ja? Also, das ist völlig richtig. Ich glaube, man kann nicht oft genug sagen, dass es ein modernes Phänomen ist. Mhm. Bei uns wird ja sehr oft so getan, das Wort Fundamentalismus impliziert schon etwas Archaisches. Dabei sind diese Bewegungen ja ganz stark von ihren Vordenkern beeinflusst worden von einerseits faschistischen, andererseits auch leninistischen Gedankengut. Und sie positionieren sich ganz klar in verschiedenen postkolonialen Brennpunkten und Bruchstellen. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, insofern bin ich sehr dankbar, dass Sie es ansprechen, dass wir es nicht derationalisieren. Wir tun ja sehr oft so, als seien das Wahnsinnige, und überlegen uns nicht, ob sie nicht auch Gründe haben könnten. Die Gründe zu verstehen ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen, Herr Lüders, ein wesentlicher Bestandteil eines Kampfes gegen den Terrorismus. Wenn wir nur sagen, das sind Wahnsinnige, kommen wir dem Phänomen ja nicht näher. Ja, das ist, wenn ich da kurz anschließen darf, das ist genau der Punkt. Wir neigen dazu, sie als bunte Exoten anzusehen, als Irre, als Gestörte. Das sind sie, wenn man es so will, natürlich auch in gewisser Hinsicht. Aber innerhalb ihres eigenen Gedankengebäudes sind sie durchaus rational. Und man muss eben auch sehen, meine ich, dass sie natürlich nur agieren können in Gesellschaften, die vollkommen zerstört worden sind. Wenn man sich die Realitäten der Menschen im Irak vor Augen führt oder in Syrien oder in Libyen, wir reden hier von vollkommen zerstörten Staaten, als Ergebnis westlicher Militärintervention, offiziell um Freiheit und Demokratie dort einzurichten. Und das Ergebnis ist bekannt. Wenn man in einem Land nichts mehr hat, was Ordnung gibt, was Sicherheit schafft, keine Arbeitsplätze für die Jugend, gar nichts mehr, dann ist es doch klar, dass dschihadistische Kämpfer, die Geld bekommen, Ressourcen bekommen aus den Golfstaaten, aus der Türkei, aus anderen Ländern, dass sie die Möglichkeit haben, Jobs zu geben, Perspektiven zu geben, den Menschen eine Hoffnung zu geben. Und das ist etwas, was wir nicht genügend berücksichtigen in unserer Analyse. Denn wir sind nicht gewohnt, im Westen notwendigerweise Selbstkritik zu üben. Wir sehen gerne, wo der Islam Fehler macht und wo er sich zu modernisieren habe. Aber eine wirkliche Kritik, etwa mit Blick auf amerikanisch-westliches Vorgehen in Syrien, muss man nun um jeden Preis Bashar al-Assad stürzen? War das sinnvoll? Im Westen ist man der Meinung, ja, ist sinnvoll. Das Ergebnis besichtigen wir in Form eines völlig zerstörten Staates mit Flüchtlingszahlen in ungeahnter Höhe. Das alles ist nicht sinnvoll. Da müssten wir eigentlich mal in uns halten. Und wir haben auf einer anderen Ebene auch das Phänomen,
sehen, dass wir uns Jahre, Jahrzehnte lang nicht ehrlich gemacht haben. Insbesondere in Deutschland lebt man immer noch mit dem Mythos, wir seien keine Einwanderungsgesellschaft. Das sind wir natürlich. Mhm. Aber wir haben uns nie auseinandergesetzt mit diesen Einwanderern, mit ihrer Kultur, mit ihrem Hintergrund. Und wenn man in Deutschland fast 5 Millionen Muslime hat und diesen Menschen immer wieder das Gefühl vermittelt, irgendwie gehört ihr nicht dazu, eure Kultur gefällt uns nicht, ihr seid rückständig und wir wollen dies nicht und jenes nicht, dann ist es natürlich sehr schwierig für die Menschen Halt zu finden. Und wenn sie sich dann Erdogan zuwenden, die Türkischstämmigen unter ihnen, dann wirft man ihnen vor, sie seien nicht genügend integriert. Es ist also eine komplexe Thematik mit vielen Enden und man fängt am besten an, meine ich, mit differenziertem Denken und indem man auch mal innehält und sich darauf einlässt, mit dem anderen in der eigenen Gesellschaft auf Augenhöhe umzugehen. Das ist schon ein guter Aspekt und wir kommen auch gleich zu diesem Themenpunkt der Einwanderungsgesellschaft. Aber wenn Sie sagen, wir müssen innehalten in unserer Beurteilung dessen, was dort passiert, haben wir dann nicht auch das Problem, dass sich das ja auch sehr stark verändert? Denn als nach 9/11 Krieg gegen Afghanistan geführt wurde, da ging man gegen eine Gruppe los, die ganz andere Interessen hatte, als später Al-Qaida hatte und dann wieder der IS. Also da verändert sich ja auch sehr viel in den Ansprüchen dieser Terrororganisationen dem Westen gegenüber. Kann man da überhaupt innehalten? Naja, zunächst einmal muss man ja feststellen, dass ja in diesem ganzen sogenannten Krieg gegen den Terror gelogen worden ist, dass die Balken sich biegen. Es ist ja bekannt, dass dieser ganze Krieg gegen Saddam Hussein eine Farce war mit diesen angeblichen Massenvernichtungswaffen. Und natürlich hatte Saddam Hussein nichts mit 9/11 zu tun, überhaupt nichts. Aber die amerikanische Politik war entschlossen, ihn zu stürzen. Warum? Weil er Kuwait überfallen hatte ein paar Jahre zuvor. Und das war nicht akzeptabel. Wichtige Tankstelle der Amerikaner gewisserweise. Mhm. Also musste er da raus. Und er war natürlich auch ein Verbrecher. Aber das, was jetzt danach gekommen ist, das ist eben noch schwierig. Ja, aber zuvor war er unser Verbrecher. Er war unser Verbrecher. Als er Iran überfallen hat, ein viel größeres Verbrechen als Kuwait, haben wir ihn unterstützt jahrelang. Massivst, unter anderem mit Giftgas. Das alles wurde akzeptiert, wurde legitimiert. Es ist eben so, dass diese Verbrecher so lange tun können, was sie an Unseligkeiten verrichten, solange sie unsere Verbrecher sind. Aber wenn sie Bashar al-Assad sich in Richtung Moskau oder Teheran orientieren, dann entdeckt man auf einmal die Menschenrechte als Mittel zum Zweck, sie zu stürzen. Das Ergebnis ist dann eben der Islamismus, der weiter dann anwächst. Flüchtlinge, die dann wiederum die Ängste in der Bevölkerung verstärken. Und auf einmal ist ein riesiges Chaos da. Und das Einzige, was der Politik einfällt, ist zu sagen, wir müssen mehr Sicherheit schaffen, wir müssen die Gesetze verschärfen, den Austausch der Sicherheitsbehörden untereinander verschränken und verbessern. Und derweil grassiert der Rechtspopulismus, weil er in den Flüchtlingen gewissermaßen den idealen Sündenbock hat für die Krisen der Gesellschaft, die wir haben, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Es hängt also wirklich alles mit allem zusammen. Lassen Sie mich da noch eine Schleife einlegen, Herr Bachler, zum Thema Sicherheit und Überwachung. Denn was wir sehen, im Unterschied zu dem, was nach 9/11 war, wir sehen ja heute einen sehr viel vernetzteren islamistischen Terror, den der Islamische Staat, der sogenannte, uns da präsentiert im Internet mit perfekt inszenierten Propagandavideos. Wie sehr beeinflusst denn das auch den Umgang der Sicherheitsbehörden oder der Firmen, die sich darum kümmern, mit dem, wie wir es bekämpfen können? Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Es ist jetzt auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden, diese Phänomenologie zu verstehen, weil das ja nicht ein Konstrukt ist. Also ein islamischer Staat mit einem Kalifat irgendwo in dieser Welt, das ist es ja nicht alleine. Es gibt ja diejenigen, die eingeladen werden, dorthin zu kommen, um zu kämpfen. Da gibt es einige, die aus Europa dorthin gehen, dieser Einladung folgen. Es gibt diejenigen, die aufgefordert werden, wo immer ihr seid, kämpft für unsere Sache. Dort im fernen Europa und wo auch immer. Und es gibt im Übrigen auch Menschen, die sagen, ich mache mir das einfach zunutze. Ich nehme diese allgemeine Situation jetzt her, um selber auch ein Attentat zu begehen. Aus welchen Gründen immer. Wegen Perspektivenlosigkeit, das Gefühl, vernachlässigt worden zu sein in dieser Gesellschaft. Das ist schon schwieriger geworden, das zu beobachten. Und daher braucht es auch ein bisschen länger, um zu verstehen, um was es jetzt im Einzelnen dabei geht. Die großen Ströme sind die gleichen geblieben. Und es ist ja nicht so, dass der IS etwas völlig anderes wäre als Al-Qaida. Gründer des IS ist ein ehemaliger Al-Qaida-Kämpfer gewesen, der aus Afghanistan gekommen ist. Aber ich möchte an dieser Stelle gerne eines sagen, dass man wirklich auch eine Herzensangelegenheit ist. Ich möchte mich gerne ein bisschen dagegen wehren, dass wir ständig so tun, als hätten wir Europäer
und Europäerinnen sozusagen das, was jetzt in der Welt passiert, durch unser eigenes Verhalten, durch unser politisches Vorgehen irgendwie verursacht und wären wir jetzt eigentlich die Bösen, die dazu geführt hätten, dass das jetzt alles zu uns kommt. Also die Bösen sind immer noch diejenigen, jedenfalls in meiner Vorstellung, die Bösen sind immer noch diejenigen, egal mit welchem Hintergrund, die nach Deutschland in irgendein Einkaufszentrum in München oder sonst wohin fahren, um Menschen dort einfach auf grausame Art und Weise zu töten. Und ich halte es für absolut gerechtfertigt, dass die politischen Repräsentanten eines Landes und Menschen, die sich um Sicherheitsfragen kümmern, sich möglichst 24 Stunden Gedanken darüber machen, wie sie dem begegnen können. Denn auch wenn Freiheit und Sicherheit möglicherweise nicht auf einer Ebene stehen, aber freiheitliche Lebensbedingungen, das Lebensmodell, das wir hier haben, das ich gerne habe, und dass ich auch gerne als demokratisches Modell sehe, jedenfalls die Form, in der ich hier lebe, das braucht auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Und ich möchte gerne, dass wir nicht nur so tun, als hätten wir das verursacht, sondern wir müssen uns schon dieser Herausforderung auch mit solchen Methoden stellen. Gerne, wenn sich die Situation verändert hat, gerne wieder zurückfahren. Aber wir können nicht zusehen, wie wir bedroht. Ja. Also das ist ein Mythos. Aber die Mitverantwortung Europas oder die Mitverantwortung der westlichen Welt können wir nicht wegreden. Einverstanden. Also Sie sind, denke ich, schon richtig, oder da kann ich mich anschließen, wenn Sie sagen, Europa ist nicht alleine schuld daran. Also es ist schon eine Mitverantwortung, wenn man das Spiel mitspielt. Also da bin ich absolut mit Herrn Lüders einer Meinung. Wenn man sich anschaut, wie Menschen über Assad reden, die dort gelebt haben oder dort leben. Also es ist nicht alles nur auf Assad so in der Form zu lenken, wie der Westen das gerne auch medial darstellt. Ja? Was für ein Bild dort vom Nahen Osten überhaupt gezeichnet wird. Und dass man den Irak zurücklässt und die einzelnen islamischen Rechtsschulen sich dann die Köpfe gegenseitig abhacken, ja? Schiiten, Sunniten und Aleviten. Haben das die Amerikaner nicht gewusst? Sind sie denn so unwissend darüber, dass die islamischen Gruppen vorher nur durch so einen Autokraten zusammenhaltbar waren? Ähnlich eben auch bei Assad, dass die Leute sagen, wir sind Demokratie noch nicht gewöhnt. Wir sind noch gar nicht so weit. Das Volk war noch nicht weit für die Demokratie, die wir verstehen. Ja? Und insofern die Eingriffe dann vom Westen, auch weil Waffengeschäfte getätigt werden, dann doch meiner Ansicht nach sehr viel ehrlicher und offener diskutiert werden müssen. Ja, ich geht ja nicht darum, das sozusagen in Frage zu stellen, was Sie gerade sagen, sondern es geht darum, Zusammenhänge auch zu sehen. Und eben, es heißt, ich meine, diese Konflikte sind auch zum großen Teil hausgemachte Konflikte, die wir in der arabischen Welt erleben. Aber sie haben eben auch viele Köche, ausländische Köche. Und ich glaube, dass das einer der wichtigen Dinge sind, wenn wir sozusagen hier erleben, dass durch Terror und durch Flüchtlinge diese arabische Welt als Problem zu uns kommt, ja, müssen wir uns auch immer zugestehen, dass wir auch immer gleichzeitig ein Teil selber dieses Problems sind. Ja. Allein letztes Jahr, glaube ich, wurden Waffen im Wert von 110 Milliarden Dollar in die Golfstaaten verkauft. Das ist eine Zahl, die ich kann ich mir nicht mal vorstellen. 110 Milliarden Dollar. Woher kommen diese Waffen? Deutschland hat Waffen. Man hat jetzt zum Beispiel im Jemenkrieg tauchen österreichische Gewehre auf. Gerade vor ein paar Wochen hat man eine Waffenladung im Nordsinai in Ägypten gefunden, ebenfalls mit österreichischen Gewehren, die an eine IS-Zweigstelle dort hätten gehen sollen. Das heißt, wir sind immer auch ein Teil dieses Problems. Wir sind immer mit diesem Nahen Osten verbunden, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind damit verbunden über die Flüchtlinge, über diesen Terror. Wir sind damit verbunden mit unseren eigenen Geschäften, die wir mitmachen. Wir sind damit verbunden mit den Doppelstandards, die wir haben, dass wir einerseits irgendwie Verbündete haben, die zu den, was weiß ich, repressivesten Regimen dieser Welt gehören, zu den frauenfeindlichsten Regimen in Ländern in dieser Welt wie Saudi-Arabien. Und dass wir dann auf einmal andere Länder haben, die wir als Schurkenstaaten definieren und ähnliches. All das ist unsere Mitverantwortung an dieser Situation, die wir erleben, die jetzt wieder zu uns, zu uns jetzt kommt. Ja. Wenn Sie jetzt diese Doppelmoral sozusagen anprangern, kann man es dann aber auf der anderen Seite den Menschen verdenken, die sich fürchten angesichts vieler verhüllter Frauen, die da jetzt mit den Flüchtlingen mitkommen, angesichts von Leuten, von denen man im Nachhinein erfährt, sie sind als Flüchtlinge durchgereist und später werden sie als Terroristen irgendwo festgenommen oder identifiziert? Ja, also
Das Thema Kopftuch wollen wir heute nicht noch weiter ausbreiten. Also Burka-Verbot und so weiter sehe ich als Frauenrechtlerin sowieso weltweit anders, in der gesamten islamischen Welt bezogen auch ganz anders. Dass die Leute Angst haben, dass die Leute fürchten, dass sich die Welt verändert, das ist doch total legitim. Sie ändert sich doch auch. Sie hat sich verändert. Unsere Gesellschaften in ganz Europa haben sich verändert. Der Brexit in Großbritannien war unter anderem mit ein Auslöser oder die Motivation dahinter war unter anderem eben, dass Probleme mit Nicht-Engländern oder mit Ausländern und vor allem auch mit Muslimen vorhanden war. Das heißt, man hat aber da auch selber vieles hausgemacht, nämlich indem man teilweise Scharia-Gerichte eingerichtet hat, indem man zugelassen hat, dass gerade ein sehr, sehr extremistischer, sehr politischer Islam sich niedergelassen hat und die säkularen Muslime in die Ecke gedrängt wurden, immer weniger wurden. Und so sieht es in ganz Europa aus. Man hat das ganz locker und leicht genommen in Frankreich, indem man gesagt hat, das sind alles unsere Staatsbürger. Das sind alles unsere Staatsbürger, wir haben keine Probleme mit Muslimen. Wir sind alle hier in einem Land und wir sind Staatsbürger dieses Landes. Und dass aber es trotzdem in Frankreich Menschen gab, die Angst davor hatten, dass da eine gewisse Islamisierung stattfindet und das verbunden haben eben mit immer mehr Kopftüchern, immer mehr Moscheen und auch wie in der Schweiz, immer mehr Minarette zu sehen, auch in Österreich. In der ganzen Schweiz, glaube ich, vier Minarette. Ja, die Zahl ist ja am Ende nicht die drei Burkinis oder die drei Burkas. Die Imagination. Die Imagination weltweit betrachtet, wenn sie Nachrichten sehen, wenn Attentate passieren, wenn Terroranschläge geschehen, haben die Leute Angst. Aber liegt es vielleicht? Und auf diese Angst muss man auch eingehen. Es geht doch nicht, dass man sagt, okay Leute, ihr übertreibt hier einfach nur. Ihr müsst keine Angst haben, das sind alles friedliche Leute, das sind alles friedliche Muslime. Ich habe als Muslimin Angst vor den Leuten, wieso sollen die keine Angst haben? Aber vielleicht sollten da die friedlichen Muslime das der Welt mal deutlich sagen. Ja, sehr fehlt's daran? Ja, daran fehlt das auf jeden Fall. Dass es in Europa deutlich gesagt wird, wir wollen damit nichts zu tun haben. Absolut fehlt es daran. Sind andere Absolut Muslime. Fehlt es daran. Und ich habe mein aktuelles Projekt ist genau aus diesem Grunde, eine freie liberale Moschee zu gründen in Berlin. Ich bin gerade dabei, mit ein paar Leuten eine Moschee zu gründen, in der möglich ist, dass Frauen und Männer gemeinsam beten, in der wir eben Gesicht zeigen. Weil eben zu viele konservative Islamverbände in den letzten Jahrzehnten und gerade nach 9/11 nicht eben Farbe bekannt haben. Immer nur in dieser Abwehrreaktion waren, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Und damit hat die muslimische Gemeinschaft natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen, indem sie immer wieder das schön geredet haben, gesagt haben, wir haben damit nichts zu tun, das sind Terroristen, das sind keine Muslime. Und so einfach kann man sich das machen. Wenn ich noch mal das Thema Ängste aufgreifen darf, diese Ängste fokussieren sich ja sehr häufig um islamische Themen. Ich glaube, wenn man den Bogen versucht, ein bisschen umfassend zu spannen, muss man sagen, wir leben in einer Welt, die unsicher geworden ist. Das ist zunächst einmal banal, aber es ist wichtig, daran noch mal zu erinnern. Die alten Gewissheiten gibt es nicht mehr. Es gab nicht mehr. Früher gab es die Blockkonfrontation, das ist alles vorbei. Dann haben die USA eine Zeit die sicherer? Weltgesellschaft. Beim drohenden Atomkrieg. Nein, das war natürlich genauso. Wir hatten dieselbe Hysterie. Wir haben in der Schule gelernt, wie wir in die Bunker gehen sollen, wenn der Atomkrieg kommt. Wir haben damals in den 80er Jahren, gab es eine massenhafte Hysterie, dass es jederzeit zu irgendwelchen atomaren Konflikten kommen kann. Absolut. Das ist ein Mythos, dass es jetzt plötzlich unsicher geworden ist. Aber die Ängste sind heute, ich sag mal, diffundierter. Sie sind diffuser. Man hat so das Gefühl, nichts ist mehr gewiss. Also man hat nicht mehr das Gefühl, dass man nach Frankreich reisen kann und dort sicher ist. Der Terror scheint überall zu sein. Die wirtschaftliche Unsicherheit wächst. Die internationalen Konflikte weiten sich aus. Also kurzum, es gibt viel Verunsicherung. Und diese Verunsicherung hat eben auch wesentlich einen sozialen Faktor, weil eben viele Menschen, vor allem auch die Mittelschichten, die Sorge haben, dass sie eben nicht mehr dauerhaft zu den Mittelschichten rechnen. Und es ist offenbar ein Phänomen, dass Mehrheiten immer auch, ich sag mal, sich Minderheiten suchen, auf die sie Ängste projizieren können. Manchmal habe ich so das Gefühl, oder ich frage mich, ob es nicht auch in der Politik ein bequemes Modell ist, Ängste immer wieder auch zu ventilieren. Und dann ist es eben gegenwärtig, in der jetzigen Phase, ist eben alles, was mit Islam zu tun hat, mit Muslimen zu tun hat, ein hochsensibles Thema. Und das ist einerseits verständlich, weil natürlich die Erscheinungsform in der arabisch-islamischen Welt ist natürlich katastrophal. Das hat aber viel weniger mit der Religion zu tun als mit den politischen und sonstigen Rahmenbedingungen und mit den Interventionen von außen.
Man muss da trennen oder zumindest versuchen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Aber die Rechtspopulisten beispielsweise tun das nicht. Sie werfen alles in einen Topf. Sie verschärfen damit noch die innenpolitische Krise. Und ich fürchte, wir werden lernen müssen, uns eine gewisse Demut anzugewöhnen in der Betrachtung der Welt läuft, in der wir uns befinden. Wir sind nicht mehr diejenigen, die in der gesamten Welt den Ton angeben können. Wir werden uns mit Russland, mit China, mit anderen Akteuren verständigen müssen. Und wir werden lernen müssen, kleinere Brötchen zu backen. Wir müssen auch gemeinsam darüber diskutieren, wie man mit diesen ganzen Krisen umgeht, wie man Flüchtlinge integriert oder nicht integriert, wann sind Obergrenzen erreicht. Über diese Dinge kann man sachlich streiten, ohne in Hysterie zu verfallen. Und wir müssen uns immer überlegen, wie man gesellschaftliche Gräben überwinden kann, damit wir nicht eines Tages möglicherweise erleben, dass Rechtsextremisten auf der einen Seite und Dschihadisten auf der anderen Seite sich auf den Straßen in Wien, Berlin oder sonst wo gegenseitig bekämpfen. Aber könnten wir kurz bei den sozialen Ängsten bleiben? Weil die halte ich tatsächlich für relevant. Und da sehen wir ja, welche Ängste von der Politik ernst genommen werden und welche nicht. Denn es gibt eindeutig eine Instrumentalisierung der Angst. Die Ängste vor dem sozialen Absturz, die Verlustängste angesichts eines kontinuierlichen Abbaues des Sozialstaates, angesichts einer wachsenden sozialen Schere, sind meiner Ansicht nach viel stärker als die Ängste und zu Recht viel stärker als die Ängste vor einem Terroranschlag. Mhm. Da tut die Politik aber fast gar nichts. Das heißt, diese Ängste werden souverän ignoriert. Absolut. Wie auch viele andere Ängste der Bevölkerung souverän ignoriert werden. Diese Angst aber, diese, wie Sie sagen, diffuse Angst vor Terrorismus, weil die einem extrem gelegen kommt, die wird plötzlich sofort ernst genommen. Die wird am Tag des Terroranschlags schon ernst genommen mit völlig übereilten symbolpolitischen Forderungen der Politiker nach Paris am selben Tag noch in Deutschland. Zum Beispiel, wir müssen jetzt unbedingt die Datenvorratsspeicherung einführen, obwohl ironischerweise Frankreich diese schon hat und es trotzdem nichts geholfen hat. Und das ist doch die Krux an der Sache, ganz genau, dass diese Ängste ja keineswegs von der Politik generell im Sinne der Bevölkerung wahrgenommen und in eine positive Politik übersetzt werden. Es gibt ja auch sehr durchaus Widersprüche in all diesen Anschlägen, also Verschwörungstheorien seit 9/11 auch zu Genüge, so dass man sich durchaus die Frage stellen kann, wem nützt das Ganze eigentlich? Ja, wer hat am meisten davon, dass unsere Welt so unruhig ist, wie sie gerade ist? Man kann ja über kaum etwas trefflicher streiten in diesen Tagen und in diesem Themenfeld, Karim El-Ghohari, als über die Frage, die Herr Bachler auch schon so ganz kurz mal angetönt hat, der Hohlschuld und der Bringschuld, wenn es um Integration geht von Muslimen in Europa, von den vielen Flüchtlingen, die hier kommen. Wo sehen Sie da eher die Defizite? Na, ich glaube noch mal, also ich glaube, seit 9/11 erleben wir etwas, wir erleben, dass die Realität uns vor sich hertreibt. Und dieses Gefühl, glaube ich, wird immer stärker. Also mit den Flüchtlingen jetzt ist es noch stärker geworden. Die Realität treibt die Politik, treibt die Gesellschaften hier vor sich her. Wir haben hier Dinge diskutiert noch vor ich glaube, es ist 2 Jahre her in Österreich. Da hat man in diesem Land diskutiert, ob man 500 syrische Flüchtlinge aufnimmt. Und wenn es geht, Christen. Das ist, glaube ich, 2,5, 2 Jahre her. Ja? Aus heutiger Sicht eine vollkommen bizarre Diskussion. Und ich glaube, genauso werden viele Diskussionen, die wir heute führen, von Obergrenzen und ähnlichen Dingen, die werden genauso bizarr klingen in ein paar Jahren, wenn wir sie uns nochmal zurückblicken und irgendwie schauen. Ich glaube, diese Angst, ja, es ist alles im Moment irgendwo im Fluss. Und alles verändert sich. Also in Österreich 2017, 18 wird ein anderes Österreich sein als ein Österreich 2015, 16. Das ist, glaube ich, ganz deutlich. Genauso ändern sich auch die Leute, die zum Beispiel hierher kommen. Ja, ein Denken eines Syrers, der heute nach Österreich kommt, ist anders als das, was er in 3, 4 Jahren denken wird, ist anders als das, was seine Kinder denken wird. All das ist glaube ich, irgendwie im Fluss. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen, dass alles im Fluss ist, dass wir es nicht kontrollieren, dass auch die größten Sicherheitsapparate keine ultimative Sicherheit schaffen können. Wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass die Dinge im Fluss sind. Und wir müssen aufhören,
darüber zu diskutieren, ob das jetzt so ist, die Realität, und ob jetzt Flüchtlinge kommen und ob es Terrorismus geht. Und, sondern wir müssen uns damit, wie managen wir die ganze Situation? Ja, ja, wie gehen wir damit um? Das ist ja auch der Kern der Frage. Aber dass diese diffusen Ängste da sind gegenüber diesen Menschen, da brauchen wir, glaube ich, nicht gegenüber Veränderung vor allem. Ja. Das ist so. Und da lautet jetzt die Frage dieser Integrationshol- oder Bringschuld. Sind wir es, die eine Leistung erbringen? Das ist keine Einbahnstraße. Integration geht immer von zwei Seiten aus. Integration geht immer von zwei Seiten aus. Aber wo sehen Sie im Moment sozusagen den stärkeren Nachholbedarf? Bei den Menschen, die zu uns kommen, von denen viele in der europäischen Mehrheitsgesellschaft ständig diese Integrationswilligkeit einfordern? Oder bei der europäischen Gesellschaft, die diesen Menschen, die Türen öffnen muss, in einem gewissen Sinne, und sagen, hier, so kann Integration funktionieren, das machen wir für euch. Also das kann man so gar nicht beantworten. Also es ist, glaube ich, wirklich einfach eine Zweibahnstraße. Integration ist eine Zweibahnstraße, keine Einbahnstraße. Naja. Diejenigen, die Leute integrieren, müssen ihr Denken und ihr Denken verändern, und diejenigen, die hierher kommen und integriert werden, müssen ihr Denken verändern. Dieses Verändern des Denkens ist, glaube ich, auf beiden Seiten ist überhaupt die Grundlage, dass Integration funktionieren kann. Das ist doch ein schwieriger Prozess, wenn dann zu beobachten ist, wie einige dann mit gezücktem Messer im Zug herumlaufen, und dass dieses Bild zu entflechten, wie kann man denn das darstellen? Also jetzt werden Sie polemisch, also es ist ja nicht so, dass ständig Leute... Ja, muss man auch manchmal sein, ne? Nein, also das ist jetzt wirklich, das sind jetzt so Phrasen, die finde ich gefährlich sind. Es ist doch nicht so, dass ständig Leute mit dem Messer im Zug rumlaufen. Nein, das war ein Fall, wir haben in Deutschland haben wir mehr als eine Million Flüchtlinge. Gut, aber und einer davon lief mit einer Axt rum. Und ein anderer hat den Ansbach. Aber die Stimmung in der Gesellschaft hat sich trotzdem verändert. Also es ist dieses eine Messer. Das war ja nicht eine Frage über die Stimmung, das war eine Frage, die impliziert hat, dass es ständig konkrete Gefahren gibt. Die gibt es nicht. Und wenn Sie natürlich den einen Messerstecher quasi als Symbol des Einwanderers nehmen, dann verhindern Sie ja per se schon eine Integration. Das ist vielleicht ein Missverständnis insofern, als er weniger ein Symbol ist, aber als es wahrgenommen wird von den Menschen als eine große Sache. Das ja, ist natürlich, doch das weil Problematik. Es medial auch tausendfach das über die Bildschirme läuft. Oder? Und ja, es geht ja auch nicht darzustellen, zu sagen, oder? Dass das alles rosa-rot ist oder dass Integration reibungslos abläuft und ähnliches. Natürlich ist es mit Konflikten verbunden. Aber es sind Konflikte, die, mit denen wir umgehen müssen, die wir managen müssen. Es können ja nicht sagen, weil jetzt da jemand mit dem Messer durch den Zug geht oder ähnliches, hört auf einmal irgendwie die Realität auf zu existieren. Wir müssen mit dieser Realität weiter umgehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Europa hat sich mit dem Thema Integration nicht unbedingt gerühmt in den letzten Jahrzehnten. Also schon mit der ersten Generation nicht. Ja, erste Generation, das war ja unsere Elterngeneration, Gastarbeit. Ich bin zweite Generation, schon die dritte, vierte Generation an. Also die Probleme sind ja schon noch lange nicht gelöst, um sich jahrzehntelang vorzumachen, wir sind kein Einwanderungsland, also diese Kämpfe auszutragen. Und jetzt stehen wir nämlich vor einem viel größeren Pulk von Menschen, die hier in diesem Land leben wollen, in diesen Ländern leben wollen, und stehen erst recht vor noch größeren Problemen, weil die allermeisten Menschen, die jetzt zu uns kommen, noch fernöstlicher sind und noch weniger Demokratie gewöhnt sind, aber extra und ganz explizit auch in diese Länder hierher kommen, weil sie Freiheit und Demokratie wollen. Also es gibt schon ein Motiv, warum die Leute ausgerechnet immer weiter in den Westen kommen. Das muss man schon sehen. Insofern ist der Wille ja schon da, in so einer freien Gesellschaft leben zu wollen. Aber die Aufnahmegesellschaft muss natürlich zurückblicken und sagen, was habe ich denn in den letzten Jahrzehnten überhaupt gemacht an Integrationsarbeit? Habe ich tatsächlich dafür gesorgt, dass die Menschen sich angenommen fühlen? Ich bin nach wie vor die türkisch-kurdische Rechtsanwältin und nicht die deutsche. Also es ist nach wie vor so, dass der Name darüber entscheidet, ob sie eine Karriere machen können oder nicht. Und nach wie vor gehen sehr viele Menschen, Akademiker, gut ausgebildet aus Österreich, Deutschland, zurück in die Türkei zum Beispiel oder in andere Länder. Also all diese Verfehlungen in den letzten Jahrzehnten schlagen sich jetzt uns noch mal um die Ohren. Gerade mit den Neuen, mit denen wir es noch schwieriger haben. Die sind nämlich noch weniger europäisches Denken gewöhnt. Und Europa hat sich hier nicht unbedingt mit Ruhm befleckt, indem sie nationale Grenzen abgesteckt haben und jeder für sich das Problem lösen wollte und nie über die Grenzen geguckt haben. Und das war ein großer Fehler. Wir stehen vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Und das Problem ist, glaube ich, dass viele Menschen sich sehnen nach überschaubaren Verhältnissen. Ja, so und ich glaube, der psychologische Spagat, den wir überwinden müssen,
ist, dass es zwar die Sehnsucht nach der Scholle gibt, die tragen wir alle irgendwo im Herzen, aber es wird sie nicht mehr geben. Es gibt kein Zurück mehr in das Deutschland oder das Österreich der 1950er Jahre. Ja, wir haben mehrere Heimaten. Wir haben mehrere Heimaten, mehrere Identitäten, wir werden immer bunter. Ja. Und wie ein chinesisches Sprichwort so schön sagt, wenn der Wind des Wandels weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und ich denke, wir haben gar keine andere Wahl, als Windmühlen zu bauen, denn wir dürfen auch nicht uns, die Europäer, die westlichen Menschen, für den Nabel der Welt halten. Es ist ja so letztendlich im Zweifel, wenn die Chinesen husten, wenn 1,4 Milliarden Menschen aufbegehren, dann bekommen wir die Lungenentzündung und nicht umgekehrt. Wir halten uns gerne für den Nabel der Welt, wir sind aber nur Teil der Weltgemeinschaft. Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir schon durchaus hier in Europa sehr weit vorangeschritten sind, was freie, offene Zivilgesellschaft anbelangt. Also da darf man sich ja, die muss man verteidigen, auch nicht unter den Scheffel stellen. Und da muss man auch was verteidigen und da muss man auch klare Ansagen machen, zu sagen, ja, ihr wollt in ein demokratisches Land, in eine zivile, offene Gesellschaft. Dann ist das aber auch selbstverständlich, dass Schwule und Lesben hier nicht eheliche Lebensgemeinschaften führen oder auch heiraten dürfen. Genau. Also um das mal Wir diskutieren über 9/11 und sind jetzt bei Schwulen und Lesben angekommen. Also Flüchtlinge. Ich finde es ja interessante Geschichte, wie wir hier von einem aufs andere kommen. Hier war das Thema gerade, glaube ich, 9/11 und wie sich die Welt geändert hat. Oder? So, ist ja, so hat sie sich geändert. Bis hat sie sich offensichtlich auch geändert. Genau, dass wir hier zu einer europäischen Nabelschau antreten über die Möglichkeiten oder die Versäumnisse, die passiert sind im gegenseitigen Umgang miteinander, warum sich die Menschen vor den Muslimen fürchten hierzulande, ob sie das tun müssen oder nicht, wo die Bringschuld der Muslime in Europa möglicherweise auch ist. Und viele fragen sich, und darum wollte ich das noch einmal zum Abschluss hier zur Sprache bringen, tun die europäischen Muslime oder diejenigen, die zu uns kommen, genug, um zu sagen, wir wollen eigentlich lieber Europäer sein und wollen eigentlich mit dem, was sich im Namen Allahs von Gruppierungen wie dem Islamischen Staat abspielt, gar nichts zu tun haben? Tun Sie da genug? Das ist eine Frage an mich. Zum Beispiel. Was würde es verändern? Also legen wir mal an, jetzt jeder Muslim stand fünfmal am Tag zu beten, sagt fünfmal am Tag, ich distanziere mich von Anschlägen des IS. Ich glaube nicht, dass es letztendlich allzu viel ändern wird. Ja? Also wir können zwar in einen Wettbewerb treten, der Distanzierung und der Verurteilung von Anschlägen und Ähnliches. Und wer verurteilt mehr und wer distanziert sich mehr und schneller und Ähnliches? Ich glaube letztlich, dass es uns das nicht viel nützen wird. Wir müssen an die Ursachen dieser Probleme, wir müssen an die Ursachen gehen. Warum ist dieser Terror entstanden? In welchen Situationen? Ich habe am Anfang gesagt, es ist kein Krieg gegen Blitzkrieg, Krieg gegen Terror. Man muss die Ursachen sich anschauen. Und ich glaube, das sind die viel, viel wichtigeren Diskussionen als die Frage, wie oft sich irgendein Muslim in Europa von irgendwas distanziert. Sondern die Frage impliziert ja eine Art Sippenhaft. Das war ja so, wie Amerikaner zu Recht verärgert waren, wenn man in der Zeit von George W. Bush sie ständig gefragt hat, wo stehst du denn? Oder rechtfertige dich mal wegen der Kriegsverbrechen von George W. Bush und seiner Regierung im Irak. Ich rechtfertige mich ja auch nicht für größere Verbände. Ich bin ja auch als Individuum nicht gleichzusetzen mit irgendwelchen Identitätsmustern, die Millionen umfassen. Also ich finde, dass an sich ja schon eine Distanzierung dieser Menschen von der gesamten Gesellschaft. Man sagt dadurch in irgendeiner Weise, ihr seid anders, also zeigt uns, dass ihr wie die Mehrheitsgesellschaft. Wobei mich würde schon interessieren, wie sich die einzelnen islamischen Verbände teilweise positionieren. Aber gleichzeitig, und da bin ich absolut bei Kerim wieder, dass ich sage, auch der Westen muss sich positionieren. Also wo ist eure Verantwortung? Also auf jeden Fall auf beiden Seiten. Zum Beispiel das nicht reicht natürlich nicht aus, dass die Muslime tagtäglich statt fünfmal zu beten oder für den Frieden zu fasten. Ja? Also vielleicht auch ein bisschen eine schräge Sichtweise. Weil, also das liegt vielleicht auch an der Berichterstattung. Aber wir haben wesentlich mehr Muslime, die durch Anschläge in den letzten Jahren umgekommen sind, von denen wir gar nicht mehr berichten im Fernsehen in Pakistan oder sonst wo. Oder wenn die dritte Autobombe heute in Bagdad hochgeht, berichten wir da nicht anders, als wenn in Brüssel irgendwas passiert und wir live dann darauf sind. Das ist auch ein bisschen so der Eindruck, das ist wieder die Nabelschau. Mhm. Also dass sich sozusagen auch die Terrorwelt, die Terrorsonne dreht sich um Europa. Stimmt ja nicht. Ja, aber also, wir haben wirklich eine Situation, in der Anschläge in viel größerem Maße und in viel blutiger noch, als wir das in Europa erleben, ständig
und jeden Tag in der islamischen Welt passieren. Also das verstehe ich dann schon in die Richtung, dass teilweise auch Verbände oder islamistische Aktivisten in Europa Teil des Problems sind. Das muss man natürlich auch sehen und auch benennen und gucken, mit wem arbeitet man da eigentlich politisch zusammen. Ja, also aber dann muss man Politik. Doch auch sagen, wer ist Beides. Der absolut größte Verursacher von Fundamentalismus, genau, Islamismus, Saudi-Arabien. Ja. Und wer wird vom und Westen wer kritisiert ihn? Seit Jahrzehnten ständig unterstützt? Saudi-Arabien. Ja, genau. Der Export des Wahhabismus ist das größte Problem in diesem Zusammenhang. Und am allerwenigsten wird über die Frauenrechtsproblematik oder Menschenrechtsproblematik in der arabischen Welt berichtet. Absolut. Damit wir auch zum Schluss noch eine gewisse Doppelmoral hier aufgedeckt haben. Vielen Dank Ihnen. Vielleicht konnten wir so manchen Blickwinkel heute Abend zurechtrücken, 15 Jahre nach diesen Terroranschlägen. Und von Terror, so fürchten wir alle, werden wir auch in der Zukunft wohl nicht verschont bleiben. Wie auch immer, das war's von uns. Morgen übrigens ein spannender innenpolitischer Tag für Österreich, um noch ein wenig heimische Nabelschau zu betreiben. Wird die Bundespräsidentenstichwahl tatsächlich verschoben? Die Entscheidung live bei uns um 10.55 Uhr hier in ORF2. Jetzt gleich erfahren Sie alles über die Löwen am Lido oder mit anderen Worten, wer bei den 73. Filmfestspielen in Venedig was gewonnen hat. Wir sind nächsten Sonntag wieder für Sie da mit einem neuen Thema und neuen Gästen. Bis dahin, machen Sie es gut.